Oh, jetzt ja. Das vierte Mal. Vierte Mal. Wir übrigens einmal bitte auch in die Kommentare schreiben, ob ihr mal vielleicht von uns hören, sehen, riechen wollt, wie lange wir für so ein Video brauchen. Im Normalfall, also wie viel Zeit das tatsächlich frisst, während der Aufbereitung noch zu filmen und so. Schreibt da gerne mal einen Kommentar. Und dann können wir das Thema vielleicht auch mal behandeln. Börge, das ist jetzt das vierte Mal, dass ich das Intro drehen muss. Deswegen, ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Kraft für... Also, ich bin schon zu stark ausgepowert. Deswegen von mir noch ein ganz sanftes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Glossbosse, zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um einen Audi A6 als Kombi, nicht als Limousine. Nein, verdammt, als Limousine, ja. Nicht als Kombi, genau. Genau. Ja. Farbe, die Black Magic Pearl Effect. Lack sieht gar nicht mal so toll aus, wurde auch zum Dreiviertel irgendwie versiegelt, da noch ein paar Politurreste, ein paar Coatingreste. Werden wir heute auf jeden Fall entfernen. Zum Anschluss werden wir dann ein schönes Wachs auflegen. Mhm. Welches? Für das Shield. Ja, gerne. Für das Shield legen wir dann auf. Lackzustand werden wir euch gleich auf jeden Fall zeigen. Ja, gar nicht mal so toll. Nee, ist wirklich... Katastrophe. Katastrophe. Ja, also hier und da ein paar tiefere Kratzer, dann viele Waschanlagenkratzer tatsächlich. Ist so der klassische Fall, ist ein Ex-Werkswagen von Audi. Ja? Ja. Okay. Und die werden dann manchmal auch mal dreimal am Tag durch die Waschanlage geschoben. Je nachdem, wie viele Leute sich den irgendwie angucken oder rumfahren damit oder sowas. Okay, das beheben wir heute. Und wir haben natürlich auch wie immer ein Thema in diesem Blog. Und zwar wird das Thema sein... Warum trage ich heute kein Hemd? Oder warum trage ich heute keinen Glossboss? Oder warum trägst du keinen Glossboss-Pullover? Ist in der Wäsche. Nee, Quatsch. Wir werden uns heute duellieren. Nein, nicht so duellieren, sondern PXE gegen Ingrid. Gegen die Ingrid. Der Burger mit der Ingrid, ich mit der PXE. Yep. Und ich kann schon von vorne weg sagen... Ich werde gewinnen. Ja, jetzt lass mich erstmal nicht mal ausreden. Okay. Es liegt ja auch immer stark daran, wer die Maschine bedient. Und da ich jetzt persönlich die PXE bediene, die ja sowieso schon die bessere Maschine ist, und noch gleichzeitig meine Erfahrung, so Mr. Miyagi-mäßig, Börge, da zum Tragen kommt. Hast du gestern Chinesisch gegessen oder was war das bei dir? Ja, asiatisch, ne? Asia Express 42A. Und also deswegen gibt es da auch gar keine Diskussion. Eigentlich das Battle können wir von vornherein schon, können wir einen Titel schreiben, PXE hat gewonnen. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, die Ingrid ist, jetzt habe ich mir auf die Brille gepackt, die Ingrid ist 3 oder 4 Jahre älter als die PXE. Die ist, glaube ich, auf den Markt gekommen, ja, wenn nicht sogar schon 5 Jahre. Die hatte ich schon, ja doch, die ist 3. Du hast die keine 5 Jahre. 3 Jahre, 4. Ist auch egal, auf jeden Fall. Aber auf alten Pferden lernt man. Auf jeden Fall ist die schon deutlich älter und ich nutze sie mit Kabel. Also tut einfach so, als hätte ich einen Akku dran. Das werden wir nicht vergleichen, weil ich finde, das wäre unfair. Stört mich persönlich gar nicht, weil die PXE trotzdem mehr Power hat, ne, als dein Maschinchen da mit Kabel. Okay. Wir zeigen euch jetzt die Defekte, dann zeigen wir euch mal eben, was wir so benutzt haben. Und dann würde ich sagen, geht's los, oder? 3, 2, 1. Thank you.
Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ist das jetzt hier versteckte Kamera? Sei ehrlich. Kommt hier gleich irgendwo oder wie heißt er? Guido Knopp, Kai Pflaume oder was? Komm. So komme ich mir hier vor. So viel Politur, wie hier überall drin ist, in dem Audi-Logo. Also innen drin. Das ist absolute Freche. Ja, auf jeden Fall, Entschuldigung, Zwischenstand wollten wir machen. Ich habe ganz viele Kombinationen, mit ganz vielen Kombinationen poliert, Börre. Unter anderem dabei Polytop 3000, McGuire's Ultimate Compound mal wieder mit grünem Pad, Mancerna 2200 und so weiter. Also eine ganz, wirklich ganz viele Kombinationen hier irgendwie ausprobiert, durchprobiert. Auf jeden Fall die Kombination, die überall funktioniert hat, gab es gar nicht. Also jede Kombination brauchte irgendwie da ihr eigenes so Polyfeld, eigenes Bauteil. Defektfrei sind wir nicht annähernd. War aber auch nicht Ziel der Sache. Ja, ist dem Kunde, denke ich, auch bewusst. Okay. Weiß er aber auch. Ja, Börge, gleich. Ich aber auch schon gesagt. Ich auch. Börge, gleich nochmal. Ja. Battle Ingrid gegen PXA. Eigentlich brauchen wir das Battle doch gar nicht mehr ausführen. Ich wusste, dass du das sagst. Also komischerweise hast du hier eine Ingrid liegen. Ja, Moment. Nimmst du aber trotzdem meine PXE? Ja. Alleine, Problem ist, ich habe jetzt hier 50 mm ist das, ne? Ja. Und hier sind die kleinen, was ist da, 20 mm? 30? 30. Wenn ich hier den Teller wechseln will an der Flex, mache ich so. Ja. Will ich das bei der iBoot machen? Ja, muss ich erstmal meinen Proxon-Baukasten rausholen. Ja. Also ja, diese Schnellwechselvorrichtung fehlt hier halt einfach. Also, ne? Summa summarum kann man schon mal sagen, jetzt die Ingrid hat jetzt schon verloren. Nein. Weil du zur PXE gegriffen hast. Nö, ich bin ja gemütlicher. Einer schon Filmbürger. Ja, der Miet ist hier nämlich schon am Schummeln. Der ist hier schon seine Sachen am Schummeln. Sag mal, wie am Schummeln. Du kriegst da einen Nacken doch. Nee, also ich will ja dann auch die Vorteile von der PXE ausspielen, Börge. Also, folgende Idee. Wir machen jetzt ein kleines Battle. Wer kriegt schneller eine Hochglanzleiste gut poliert? Das wird sehr wahrscheinlich reichen. Mikrofaser vorgehen, UC für Defektkorrektur und danach gelbes Pad und Mancerna 3500 fürs Finish. Genau, ich werde jetzt gleich hier stoppen, wenn der Marvin... Okay, Vorbereitung zählt nicht zur Zeit. Pads benetzen. Wenn der Marvin gleich die Maschine an das schwarze Bauteil anlegt, werde ich hier die Zeit losmachen. Ja. Und wenn du fertig mit Abwischen bist, ist quasi Ende. Wie läuft? So, das wird reichen, denke ich, als groben... Okay. Ich kontrolliere jetzt auch nicht zwischendurch. Ne. Wir sehen ganz klar, ob die 4-Minuten-Marke kriegt. So. Sag Stopp. Stopp. Okay, 5 Minuten.
hast du gebraucht. Wie? Das glaube ich, kann ich gar nicht glauben. Zeig ja, mal. Nee, ist jetzt zeig doch mal. Zeig, ist abgebrochen. 5 Minuten, wie gesagt, okay. Muss ja erstmal gut aussehen jetzt auch, ne? Ja, richtig, genau. Wow. Halt mal richtig da drin. Ah, ich sehe da noch ein paar Schleifriefen, Kollege. Vielleicht die Politur nicht richtig abgewischt. Ansonsten ist das Ergebnis fabulös. Wow, 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 wow. Ja, also ich kann auch wie du verstehen, warum du jetzt sagst, Moment mal Marvin, da ist doch noch ein Grauschleier drin, auch bei dir. Ja, den habe ich leider so in meinen Siegesrausch übersehen. Ja. Den haben wir hinterher noch entfernt. Hat noch mal einen Durchgang gedauert. Musste noch nicht mal neue Politur mit draufnehmen, sondern einfach nur mit dem leicht angefeuchteten Pad drüber. Der Grauschleier war dann auch weg. Die PXE hat trotzdem gewonnen. Danke. So, Burger, dann gib mir doch jetzt mal bitte die Kamera. Sag mal, du nimmst doch erst seit gute 2 Minuten auf. Wie kann ich denn 5 Minuten dafür gebraucht haben, sag mal? Ich habe 2 Clips gemacht. Genau. Okay, 3, ja. 2, ja. 1 und go. Ja gut, das reicht oh ja, aber. Da entscheidet er sich schon recht früh, die Politur abzuwischen. Ob das reicht, ist jetzt natürlich fraglich. Na, achso, ja, das ging jetzt tatsächlich genauso schnell wie bei der PC. Marvin, du kannst schon mal. Ja, was kann ich? Stoppen, die Zeit. Ja, ich stopp. Und zwar genau jetzt. Ja, das tut mir schon leid für dich, 2,20. Ne? Ja. Ich hatte ja eine 2,10. Ja, aber ich habe ja schon lange gesagt, du sollst stoppen. Nö. Da ist. Also, ich sehe, jetzt mal, das meine ich jetzt ernst, ne? Da ist auf jeden Fall noch ein Grauschleier drin. Von der UC. Vielleicht habe ich auch nicht richtig abgewürgt. Also, hier hättest du nochmal eine Runde fahren. Ja, also, stimmt. Hier hättest du tatsächlich nochmal ja, eine Runde fahren müssen. Du hast recht, ich poliere mal eben weiter. Ich mache nochmal eben weiter. Also, können wir schon mal einmal ganz kurz festhalten. PXE hat gewonnen, ne? Okay. Hast du noch sonst letzte Worte dann? Ja. Ich meine, du musst jetzt nichts sagen. Ich weiß, so ein verlorene Battle, das sitzt immer tief. Du musst mich gleich erstmal bei dir an der Brust ausweinen. Ne, außer vom Ego, das sitzt natürlich tief. Ne. Letzte Woche Sonntag kam der Livestream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Woher weißt du denn, wann das Video hier veröffentlicht wird? Ja, ganz einfach, weil es nächsten Sonntag kommt. Also nein, morgen Leute, also, Livestream. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen für heute Feierabend. Hm. Melden uns morgen genau, wieder. Ja. In aller Frische. Ja. So, wo haben wir denn die UC, mein Freund? Erstmal hallo ja. Und willkommen. Guten Morgen. Heute ist der zweite Tag. Ne? Genau, der zweite Tag. Langsam schwer. Du wirst immer müder. Du fällst langsam zur Seite. So, wir sind fertig mit Polieren. Burger hat so langsam poliert, dass es für mich fast einschläfernd war. Entfetten müssen wir zum Glück nicht, weil es kommt Wachs drauf, nämlich Swissöl Shield. Genau. Jo, das tragen wir, warte mal, ich hole die mal raus. Burger, du wirst dich freuen, das tragen wir ab mit den The Rec Warum Company. Warum werde ich mich dann freuen, weil ich es abtragen muss? Ja, genau. Ah, okay. Nein, ich kann es auch machen. Werden wir abtragen mit den Minx-Tüchern von The Rec Company. Glaub mir, wird wirklich richtig geil werden. Die sind richtig geil dicht. Ja. Die nehmen richtig viel Material auf. Da ja. müssen wir gar nicht viel hin und her wischen. Und das war jetzt hier die Aufbereitung vom A6 Limousine, nicht Kombi, Burger. Genau. Inhalt von diesem Video war nämlich auch das Battle der PXE gegen die Ingrid. Gewinner haben wir ganz klar schon eigentlich vorher gehabt, die PXE. Als Video vielleicht noch nicht ganz so ernst nehmen. Natürlich gibt es Autos, wo die Ingrid viele Vorteile hat gegenüber der PXE. Hier bei dem Auto sah es jetzt so aus, dass die PXE ständig die Nase vorn hatte. Ja, tatsächlich. Was aber auch dem 75er Teller zu verdanken ist irgendwie. Ne? Ja, genau. Damit hat sie die zweite Runde dann letztendlich genau. auch gewonnen. Richtig, genau. Und ja, Burger. Ich werde weiterhin beide benutzen. Also deine Flex, meine Ingrid. Hab heute auch das erste Mal mit der Akku-Flex poliert, mit der großen Exzenter. Genau, mit der großen Exzenter. Genau, war auch nice.
Ja, sollen wir das Wachs drauf schmeißen? Wir schmeißen Wachs drauf, jetzt aber nicht wieder hinten rüber. Ne? Ja, also, ich dürfte noch nicht abschalten, ne? Weil schneiden jetzt noch ein paar Szenen rein, so wie wir wachsen. Genau. Danach noch Finish-Aufnahmen natürlich, dürfte auch nicht verpassen. Auch unter anderem von dem von Politurresten befreiten Grill. Hat mich viele Nerven gekostet. Ich werde jetzt nur noch, keine Ahnung, 86 statt 100. Ne? Also so habe ich mich aufgeregt. Ja, nichtsdestotrotz. Wir bedanken uns hiermit fürs Zusehen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao.